Ja, Leute, der 19. Spieltag gegen Belly. Und ja, wie jeder schon weiß, ist er nämlich ein sehr, 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 sehr guter Spieler. Und ja, in der Hinrunde haben wir sehr knapp gegen ihn verloren. Und ja, ich wollte euch jetzt nicht die Spannung vermasseln. Deswegen werden wir jetzt einfach mal mit dem Kampf loslegen. Und hier, ich habe auf meiner Seite ein Tengu's Picks, ja, ein Viscogon, Hariyama, Akain und Skoro. Und wir sehen auf Bellys Seite ein Dianzi, normal, dann ein Knackrak, ein Sovak, Ibiza, Flora, Mega, ein Lamus und ein Sichlor mit Evolid. Und ja, wie gesagt, wir legen mal los. Und ich habe mir so gedacht, ja, ich beginne einfach mit Clefable. Aber er hat mich predicted und fängt mit Mega Bisafur an. Das war eigentlich relativ egal. Ich habe Protect eingesetzt, um nämlich um den Burn auf meinen Pinkel zu bekommen. Und zwar habe ich Magic Card, dann kann er mich nicht schlafen oder so. Habe mir so gedacht, ich habe den auf Fast eingestellt, deswegen komme ich jetzt gerade nicht mehr so hinterher. So, wie gesagt, Protect. Ausgewechselt zu Viscogon, falls er nämlich immer noch auf Steepula gehen will. Ich habe nämlich die Viskosität und tanke das nämlich sehr, sehr, sehr gut. Wechselt hier dementsprechend aus, hat wohl gedacht, dass ich die auf den Draco gehe. Ich habe Draco überhaupt nicht dabei gehabt, ich habe nämlich Eisstrahl und Donnerblitz dabei gehabt. Es ist nämlich ein außergewöhnliches, schlafendes Erholungsset, ein Erholung Viscogon mit Schlafrede. Um somit spezielle Attacken abfangen zu können, um sich dann wieder hochheilen zu können. Und ja, so war es meine Idee. Aber ja, in den ersten Runden kam das nicht so, wie ich es gedacht habe. Wie viel dir zu Dianze und mein besserer Switch-In wäre es nämlich Skoro gewesen. Ich wusste nämlich noch nicht, was das für ein Dianze ist. Deswegen muss ich erstmal schauen. Wir sehen schon mal Leftovers. Ich denke so, aha, okay. Und ich warte eben, was er gerade macht. Ja, ich habe wieder hier zweimal das Glück, Rest einsetzen zu können, während wir auf die Schlafrunde gehen. Moonblast macht, jo, okay, Schaden. Das ist schon solide für ein Dianzi. Also ich meine schon, dass es auf einem gut, der so viel Damage macht, ist das wirklich schon sehr, sehr, sehr solide. Mehr Dianze würde hier so viel Damage machen. Geht er auf Talonstein, ich gehe zu Skoro. Da ich schon weiß, ja, es ist ein defensives Set. Nehme ich mal an, dass es ein defensives Dianze ist. Und Skoro kann das auf jeden Fall denken. Geht hier aber zu Lamus. Und ja, Lamus macht einfach, was Lamus macht. Ich gehe auf Protect, gucke, was er macht. Geht auf den Scald. Und ja. Ja, ich muss nämlich auswechseln, weil ich nichts so wirklich gegen Lamus hatte. Und gehe zu Auctoritas. Ich hätte an der Stelle auch zu Tengulis gehen können. Was war mir eben die bessere Wahl? Hier wahrscheinlich auf Venus. Okay. Gut. Ja, wechsle wieder aus. Ich gehe nämlich auf Erholung oder auf Sleepfuck. Ja, ich gehe jetzt auf Erholung. Kommt er mit Janze? Ich weiß schon, ich gehe nämlich auf Skoro. Ich hoffe, ich gehe auf Skoro. Ich gehe auf Skoro, ne? Los, geh auf Skoro. Skoro. Ja, genau, Skoro. Und tanke somit sein Moonblast. Das macht nämlich nicht viel Damage. Ich bin eher ein spezielles Skoro. Also eigentlich das Standard-Set, was mir eigentlich sehr gut gefällt. Und hier. Geht hier wieder zu Slowbro, um hier einen Scroll zu machen. Macht wahrscheinlich auch den Scroll. Der ist ins Scroll reingegangen. Kann das sein? Ja. Er ist ins Scroll reingegangen. Ich bin gerade eben ein bisschen verwirrt, aber okay. Okay, dann war ich ein bisschen zu weit in meinen Gedanken. Auf jeden Fall muss ich nämlich wieder rauswechseln und gehe jetzt auch wieder zurück, dass das Spiel geht immer so weiter, bis einer einen Fehler macht. Kommt hier mit einem Eisstrahl, macht auch soliden Damage. Also ganz okay, 25%. Also die Anzahl macht schon massiven Damage. Und da muss ich eben aufpassen.
glaube ich, mein zweiter Sleep-Turn gerade. Gehe auf den Donnerblitz, kriege aber nicht die Para. Und ja, ich wechsle mich aus. Wahrscheinlich, ja, zu Solo. Und ja, bis eine Fehler macht. Und ja, das Getränke, das Gestolle geht so lange. Ich meine, bislang steht auf jeden Fall Belly in Führung, weil wir mussten nämlich massiven Schaden leiden, während er nämlich die Hits ganz gut tankt. Ja, ich gehe auf Erdbeben. Gegen Sichlor hatte ich kaum was. Ich nur kann ja, aber die Steine liegen auf jeden Fall. Ich bin drin geblieben, ich war aber so stumpf, ich bin einfach drin geblieben. Geht zu Venusaur. Und ich auf Taunt. Taunt ist immer gut gegen sein Team. Ich möchte nämlich nicht, dass irgendwer hier irgendwie aufsetzt. Gehe auf den Earthquake. Mache hier eigentlich guten Damage. Hat aber den Eisstrahl. Und gleich kommt was, was mich ziemlich überrascht hat. Was mich. Okay, jetzt noch nicht, aber gleich. Jetzt war es noch nicht so weit. Ja, geht hier wieder auf Servo. Ich gehe auf Fuß, um mich wieder hochzuheilen. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr gut. So, und dann spiele ich hier wieder von vorne. Ja, das ist nämlich das Gute an dem Gestorle. Jo, Skogro kann man sehr schlecht klein kriegen. Hat den Hidden Power. Und Moment, das. Ich muss da selber nochmal nachschauen, weil ich die Runde nicht verstanden habe. Kommt hier mit seinem Sichler auf U-Turn, geht zu seinem Bisaflor. Ja. Und dann. Okay, alles klar. Weil. Hidden Power hat mich erstmal gewundert. Ich wusste nämlich nicht, ob das wirklich sein Lamus ist. Und dann hat er Sludgebomb. Ich so, kann ein Lamus überhaupt Sludgebomb? Nein, das ist auf jeden Fall sein Zoroark. Ich bleibe einfach drin. Ich habe es erst sehr spät gecheckt. Das ist auf jeden Fall sein Zoroark. Hidden Power auf Lamus. Okay. Kann man auf jeden Fall machen. Aber Sludgebomb, ich denke nicht, dass Lamus überhaupt Sludgebomb hat. Auf jeden Fall hat er seinen Zoroark. Und ja, Sludgebomb macht immer noch sehr wenig Damage. Dark Pulse. Okay, das ist noch 1% übrig. Und ich schlafe. Ja, ich muss natürlich Gudra opfern. Ja, das ist ein Zoroark. Ja, gut. Und somit habe ich meinen Chor verloren. Und jetzt geht's nämlich ins Immense los. Denn gleich kommt nämlich die Runde, von der ich erwähnt habe. Und dann geht's wirklich richtig los. Ja. Könnte. Also, der Sichlor könnte Akrobatik haben. Oder Aeroas. Map hat den Aeroas. Ich glaube, Aeroas ist sogar Stärke. Ja, Akrobatik 55er Stärke, meine ich. Und Aeroas 60er Stärke. Und Techniker versteckt das nochmal. Also hat es eine Stärke von 90? 90, ja, genau. Das ist nämlich ziemlich OP. So, kommt hier wieder Mega Bisaflor rein. Ich taunte erstmal, damit ich nicht hochheilen kann. Und dann dachte ich mir, jo, ich kann einfach mal hier hochheilen, ne? Ich kann hier nochmal sehr schön hochheilen. Oder ich gehe auf den Erdbeben. Nö, ich heile mich einfach mal hoch. Und Belly so. Okay, Hidden Power. Da kommst du eben in der Runde danach. Weil ich wollte nämlich so lange schwächen, damit er sich nicht hochheilen kann. Und dann. Okay, Hidden Power. Bleibt er nämlich und Ruß bringt nämlich, dass ich den Flugtypen verliere und vielleicht konnte ich schon ahnen, was gleich kommt. Und zwar heile ich mich nämlich hoch und dann setzt Venusaur Giga Drain ein. Ich habe wieder 1% übrig. Da habe ich wieder ein zweites Mal Glück gehabt. Aber mein Glück reicht in dem Fall überhaupt nicht. Ja.
Dann kommt der Knackrack. Das war der Schlüsselpunkt. In dem Fall hätte ich auf Torrent gehen können, habe ich aber auch nicht gemacht. Ich bin langsamer als ein Knackrack. Kann in dem Fall nichts machen. Er kann sich auf jeden Fall hochboosten. Hallo? Ich hätte ihn angreifen können, er hat Stocker getankt. Egal was ich in der Stelle gemacht hätte, er hätte sich auf jeden Fall hochboosten können. Und somit mein gesamtes Team sweepen können. Also Knackrack ist in dem Fall ziemlich OP. Ich habe ebenfalls eher langsame Mons, bis auf Akani. Belly hat auch eher langsame Mons, aber er hat den Knackrack. Und einen Sichlor. Und einen Zorak. Und ja, ich kann nicht machen. Ich versuche mit Samus nochmal zu tanken. Und ich wollte mit Samus das gleiche Verfahren machen. Hat nämlich den Focus Sash und den Schwerttanz drauf. Und wäre ich auf plus 2, könnte ich eventuell Knackrack mit einem Leaf Blade one-shotten, falls er nicht in Defense investiert ist. Ja, das war auf jeden Fall ein Roll. Auf jeden Fall ein Roll. Ich muss irgendwas machen, Akani um ein bisschen zu schwächen. Mit Garchomp. So, ja. Ja, das war auch ein Roll. Also wie gesagt, er sweept mein gesamtes Team. Bei Akane habe ich jetzt absolut keine Chance. Erdbeben reicht so oder so. Und ja, GG für Belly. War auf jeden Fall ein sehr guter Kampf. Leider hat er nämlich das Momentum genutzt, um sich hoch zu boosten und somit mein gesamtes Team zu sweepen. So kann es nämlich laufen. Und ja, gut, was soll ich Ihnen sonst noch sagen? Ich hätte an einer Stelle direkt auf den Ghoulis gehen sollen. Vielleicht hätte ich mich dementsprechend schneller hochboosten können. Und ja, gegen Garchomp, was hätte ich da denn machen sollen? Er hat sich einmal hochgeboostet, ich habe ihn hochboosten lassen, ich konnte nichts anderes. Mein Score war nämlich langsamer. Hätte ich an der Stelle, wo er rausgewechselt ist, auf Torrent gegangen, dann hätte ich eher eine Chance gegen Garchomp gehabt. Ansonsten, nein. Nein. Ja, gut. Auf jeden Fall sehen wir uns dann im 20. Spieltag in der Rückrunde. Ich weiß gerade nicht, gegen wen ich dann kämpfe. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch trotz allem die Folge gefallen hat. Und ja, Leute, wir sehen uns. Ja, Leute, der 19. Spieltag gegen Belly.